Er blickt über deine Schulter zu den Altmauern. Ich persönlich würde einen anderen Weg nach Wachtplatz finden, bevor ich da hineinginge. Jedem das seine. Ja, ich habe das standhafte Abzeichen. Großartige Arbeit. Du solltest das Artefakt Raven Ash bringen und deinen Bericht abgeben. Achte darauf, dass es nicht in die Hände der Ungebrochenen fällt. Okay. Ash wird das Artefakt mit eigenen Augen sehen wollen. Kehre nach ihren Esse zurück und sprich mit dem Archonten. Ja, wo waren noch mal? Verfolge Elia in den Mahlstrom. Hier genau, mitreißende Vision. Untersuche die Türme. Als du am Fuß des Turms eintrafst. Also das musste ich nur mit einem einzigen machen. Bei Sitze der Macht. Das ist jetzt zur Nebenqueste geworden für Vendriens Brunnen. Bei Letians Kreuzung habe ich hier schon was abgeschlossen. Brechen des Feindes. Ja. Und Hieronymus die Steine geben, ja. Das auf jeden Fall. Du bist zurück. Hieronymus Blutzeltung, glaube ich. Ich meine, ich wusste natürlich, dass du zurückkehren würdest. Ich freue mich nur, dich zu sehen. Er greift nach einer von mehreren Schreibfedern, die in seinen Ärmel eingenäht sind, und befeuchtet sie. Berichte mir, was du erlebt hast, mit deinen eigenen Worten und deinem eigenen Tempo, bitte. Ich habe die Steine der Erleuchtung gefunden. Hieronymus Augen weiten sich entzückt, als er die Steine untersucht. Faszinierend. Ich hätte erwartet, einige Duplikate bekannter Stücke zu sehen. Er untersucht jeden Stein einzeln und hüllt sie dann vorsichtig in Leinen ein. Vielen Dank, mein Freund. Das wird unser Verständnis der von den Erbauern der Altmauern verwendeten Glyphen weit voranbringen. Sie geht es lang Arms erhalten. Du hast Gunst bei der Gilde der Weisen gewonnen. Du hast mehr getan, als ich hoffen durfte. Und das für eine bescheidene Belohnung. Was hast du aus den Steinen gelernt? Noch nichts. Er räuspert sich. Theoretisch kann jeder Einzelne davon dazu dienen, einen verschlüsselten Text zu entziffern. Aber man weiß nicht, welcher Stein zu welchem Text passt. Es ist alles sehr trocken und langweilig. Aber sei versichert, sie sind äußerst wichtig. Ich bin kein junger Mann. Wenn ich weiterhin auf solche Missionen geschickt werde, gehen alle meine Forschungen verloren. Nimm eine Kopie, ich hoffe, du findest sie nützlich. Und ich habe eine Reputationsfähigkeit bei der Gilde der Weißen. Dadurch, dass du hast die Heimtücke den Altmauern des Klingengrabs getötet, du hast Hieronymus die Steine gegeben. Jo. Das hat mir schon mal Verteidigung gegen Zauber gebracht. Das würde mir noch Wissen geben. Und ja, der Grabbogen. Bläden mag. Hat zugesehen. Laundry, Barrick. Laundry brauche ich halt noch ein bisschen mehr Gunst, um Rat der Ewigkeit mal freizuschalten. Verlangsamt den Aura. Feinde innerhalb der Reichweite der Aura werden verlangsamt. Mhm. Und ja, scharlachroter Chor kann mich nicht leiden. Geschmähte lieben mich. Kunst des Schicksalsbinders. Oh. Ungebrochene hassen mich. Die Gilde mag mich. Die bronzene Bruderschaft, bei der sollte ich mich noch ein bisschen verbessern. Vendrien Wache hasst mich natürlich ganz. Und Letians Kreuzung, die mögen mich. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier noch Reputationsfähigkeiten drin habe, die ich vielleicht öfter mal benutzen könnte. Ja, Entschlossenheit.
Gewandtheit und Stärke für 20 Sekunden weniger. Ist zwar nicht viel, aber ist was. Right. So. Ich könnte... Kann ich einfach auf meinen Brunnen... auf meinen Turm? Ja. In die Runenhalle oder... hier hoch. Dauert 7 Stunden. Ich frage mich nur, wo ich hier rasten könnte. Weil hier sind nur Schmiedeöfen. Aber nichts zum Rasten. Weil ich weiß, auf dem anderen Turm ist ein Bett. Oh. Have a look here. Hier ist ein Bronzeschwert aus Ardant. Aus Ardent, achso. Ist genauso gut wie das Bronzeschwert, was Beric gerade trägt. Sieht aber stylischer aus. Hey Bronzemeister, was kannst du mir verkaufen? Schicksalsbinder. Als der Mann die Arme verschränkt, siehst du Brandmale an seinen Unterarm. Diese Essen brennen mit einer Hitze, die ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Seine Augen wenden sich wieder den Flammen der Esse zu. Es muss wahr sein, dass diese Türme alle magischen Belange verstärken. Was hast du für mich gefertigt? Derzeit habe ich nichts für dich. Sieh später nochmal vorbei. Rekruten können für dich Gegenstände generieren, während du auf Abenteuern Erfahrung sammelst. Ah ja. Ich kann hier nur Sachen verbessern. Zum Beispiel Beric's Rüstung noch ein bisschen verbessern. Oder aber Lyras Waffe. Würde Genauigkeit erhöhen, würde Schaden erhöhen, wenn ich sie auf gut upgrade. Das wäre nicht schlecht. Kostet auch nur 10 Bronzeringe. Von denen ich nicht mehr viele habe. Machen wir es trotzdem mal. So. Ich bräuchte halt viele Schmiederekruten und es geht eigentlich um die den Himmelsquinge Wurfspeer auf Exquisit zu bringen. Würde schon guten Boost an Schaden und Genauigkeit bringen. Und Rüstungsdurchdringung erhöhen. Aber im Augenblick nicht. Im Augenblick sollte ich eher mal einen Laden aufsuchen und Zeug verkaufen, was ich gerade nicht brauche. So, jetzt reden wir aber erstmal mit Ebb. Als du dich näherst, nickt Ebb dir zu, verbeugt sich kurz. What is it you need? Was möchtest du wissen? Wir sollten anstehende Angelegenheiten besprechen. We're working with the disfavored. You want my advice? Right. I'm speaking out of line. But I don't really know what to ask. Gut. Fragen wir sie mal. Erzähl mir etwas von dir. Lass uns über Magie reden. You know, I normally charge for this, but for you. Du musst wissen, dass ich das normalerweise nicht für umsonst mache, aber für dich, Ebb lächelt dich an. Was kannst du mir über eure magischen Traditionen erzählen? Now, you know that's a very personal question. The knowledge I have is a centuries-old gift from the Archon of Tides. I would sooner discard my life than the sanctity of that gift. I will speak in generalities only. Weißt du, das ist eine sehr persönliche Frage. Mein Wissen ist ein jahrhundertealtes Geschenk von der Archontin der Gezeiten. Ich würde eher mein Leben wegwerfen, als die Unantastbarkeit dieses Geschenkes zu gefährden. Ich werde mich nur allgemein ausdrücken. Frag ruhig, mehr als keine Antwort zu bekommen, kann dir nicht passieren. Erzähl mir, wie du Teratus Grab beeinflusst. Was ist das? Ein Geheimnis, also werde ich nicht darüber sprechen. Die Schule der Gezeiten wird mit mir sterben und dieses Wissen auch. Versuche erst gar nicht, meine Meinung über diese Angelegenheit zu ändern. Das würde nur ziemlich schnell ziemlich hässlich werden.
Erzähl mir, wie du Eis, Nebel und andere Wasserformen manipulierst. Mit jahrelanger Übung. Schau mal, die meisten dieser Geheimnisse wurden bereits vor Urzeiten von den Weisen gestohlen. Das heißt zwar nicht, dass ich dir das Geheimnis erzählen werde, nur weil es eigentlich keins mehr ist, aber es bedeutet, dass du jemand anderen fragen kannst, wenn du glaubst, das Recht auf dieses Wissen zu haben. Und bevor du mich fragst, ich lernte viel durch das Wissen, das die Weisen gestohlen haben. Aber nein, ich weiß nicht, wie man das tut, wozu App fähig ist. Ich meine die Magie und sonst auch nicht. Kannst du mir beibringen, was du weißt? Ich glaube, das könnte ich wohl, aber ich muss ablehnen. Die Geheimnisse der Archontin der Gezeiten sterben mit mir. Okkulte Jade, Archontin der Gezeiten, ist die Gründerin der Schule der Gezeiten und ihre einzige Anführerin. Obwohl sie den Titel Archontin trug, unterwarf Okkulte Jade sich niemals Kyros, auch wenn viele versuchten, sie dazu zu zwingen. Nachdem sie mit den ersten Siedlern ankam, die bei den 5 Ehefrauen an Land gingen, ist sie vielleicht das älteste bekannte lebende Mitglied des Stufenvolks. Okkulte Jade kann die Ozeane, die Monde und alle Formen des Wassers manipulieren. Sie nutzte ihre Magie, um eine geheime Verbindung seefahrender Händler, Musiker und Akademiker zu gründen. Und es war die Hingabe zur Kunst, die der Schule zu überleben half. Denn indem sie die Kinder der Adelsfamilie diese Berufe lehrte, konnte die Schule in der Kunst der Reiche bleiben. Dann Okkulte Jade nahezu alles, was einem Kreislauf folgt und Flüssiges kontrollieren kann, hat sie hunderte von Jahren gelebt und ist vielleicht sogar heute noch am Leben. Auch wenn niemand es mit Gewissheit sagen kann. In den Jahren vor der Eroberung deckte die Schule der Gezeiten den Invasionsplan des Oberherrn auf. Trotz aller Vermutung, dass die in den Stufen lebende Archontin ihre Schule und Heimat verteidigen würde, verschwand sie zur allgemeinen Überraschung jenseits der Meere im Exil und nahm fast ihre gesamte Schule der Gezeiten mit. Vielleicht bereitet sie einen Gegenangriff gegen Kyros vor. Oder Kyros kommt ihr hinterher und tötet sie. Ich befehle dir, mir dein Wissen beizubringen. Nein. Ich bin bei App mal nicht so streng. Ich wollte auch bei Landry niemals streng sein. Weil gute Verbündete zu haben, ist selbst als Schicksalsbinder vom Vorteil. Siehe Beric. Und sogar Lyra ist einigermaßen vom Vorteil. Ja. Was sind die philosophischen Lehren deiner Magie? Das ist eine Frage, die ich beantworten kann. Es würde dich wohl überraschen, dass wir alle Dinge, also Leute, Kriege, Jahreszeiten als zyklisch ansehen. Sie nehmen durch ihre verschiedenen Formen, wie die Gezeiten und das Licht von Teratus Grab ab und zu. Der Planet Teratus hat 2 Satelliten, die mit bloßem Auge zu erkennen sind. Der in einer gebundenen Rotation kreisende Mond Teratus Grab und den auf einer schnellen Umlaufbahn liegenden Wanderer. Seit langem studieren Gelehrte die Auswirkungen dieser beiden Monde auf die Gezeiten der Meere. Zudem ranken sich viele Volkslegenden um den Ursprung der Monde. In Kyros Reich ist der Glaube weit verbreitet, dass Teratus Grab endgültig am Horizont untergehen wird, wenn Kyros Herrschaft endet. In den Stufen dagegen ist man überzeugt, dass die Monde älter als die Altmonde sind und sogar Kyros selbst überdauern werden. Nicht, wenn Kyros ein Gott ist. Der Verstand ist beschränkt. Wir werden geboren und verbringen unser Leben damit, dem Tod auszuweichen. Wir erwarten, dass alle Geschichten einen Anfang und ein Ende haben. Wir nehmen an, dass alle Dinge, die wir beginnen und das... Alle Dinge, wie wir beginnen und aufhören. In Wirklichkeit sind alle Dinge Zyklen. Manche dauern nur Minuten, andere Jahre oder ein ganzes Leben. Oder die Ewigkeit. In der Schule der Gezeiten wissen wir allerlei Vorbilder zu schätzen. Die meisten interessieren sich für die Tiefen, andere wenden sich dem Himmel zu. Aber viele finden die Gezeiten menschlicher Gefühle und politischer Geschicke immer noch viel faszinierender als die unbelebten Gezeiten in den Umlaufbahnen und Ozeanen. Welchen Archonten nehmen sich die Gezeitenwirker als Vorbild für ihre Magie? Wahrscheinlich den Archont der Gezeiten, oder? Den ersten Gezeitenwirker gab Okkulte Jade, das hatten wir schon. Die Archontin der Gezeiten, das Geschenk der Magie.
Sie gehörte zwar nicht zur selben Sorte wie Kyros, aber sie war so mächtig wie jeder andere Eichhorn und dank ihrem Namen und Vermächtnis können wir die Anziehungskraft der Monde, das haben wir auch schon, auf die Meere nachempfinden und die Strömungen ändern. Und die Zauber um die angenehme Farbtöne des Mondes ist ein hundertvolles, versengendes Grabeslicht zu verwandeln. Da haben wir die haben wir von ihr. In all diesen Jahren bin ich des Nervenkitzels der Macht nicht überdrüssig geworden. Es ist jedes Mal wie ein Sturm der Fleischeslust. Sehr gut ausgedrückt. Grabeslicht ist der magische Begriff für das Licht des Mondes Teratus Grab. Ich glaube, das hatten wir schon mal mit Strahlen zu mächtigen Waffen, genau. Vermutlich kannst du mir mehr über die Monde erzählen, als ich jemals wissen wollte. Damit hättest du recht. Meine Magie assoziiert man ja allgemein mit dem Mond Teratus Grab. Aber man muss wissen, wo der Wanderer am Himmel steht, wenn man mit mystischen Kräften herumfuhrwerken will. Teratus Grab ist der Große, richtig? Erzähl mir davon. Teratus Grab steht Tag und Nacht fix über uns am Himmel. Er wurde zuerst von einem Volk benannt, das weit entfernt im Osten lebt. Wenn sie nach Westen blickten, sahen sie den Mond wie einen permanenten Hügel am Horizont stehen. Ein Grab, in dem die Sonne jeden Abend stirbt.